Moin Moin, willkommen in der arschkalten Garage. Was heißt arschkalt? Es sind 11 Grad hier drin, finde ich aber doch ein bisschen schattig, und draußen sind es 3 Grad, also kann ich eigentlich noch froh sein. Aber die Heizung summt. Ja, nochmal eine kurze Geschichte zum letzten Video. Ich glaube, das ist nicht so ganz deutlich geworden mit diesem Motor, der da diese heftigen Schäden hatte. Also, der Motor ist gelaufen. Ohne Lärm, ohne irgendwelche Geräusche, ohne irgendwas. Der Besitzer ist damit gefahren, Motor hatte Leerlauf, Motor, was mich bei diesem 0,3 mm Spiel am Vorverdichtungsfenster wundert, aber Motor hatte Leerlauf, zog gut, fuhr sich wie halt so ein Motor mit 63 Kubik, der einigermaßen proper läuft. Alles gut. Weggestellt. Danach wollte er wieder losfahren und dann nach 500 Metern im Arsch. Also von diesem kurzen Stück, von dieser Probefahrt und nachher von diesem nochmal starten, kann dieser Schaden nicht sein. Da müsste der Motor richtig Radau gemacht haben, der müsste richtig Lärm gemacht haben und der müsste mit einem Krachen ausgegangen sein. All das war nicht der Fall. Das heißt, dieser Motor, diese Schäden waren schon da. Warum der Motor dann letzten Endes ausgegangen ist, dass er keine Kompression hat, ja, war an dem Schadenbild alles sichtbar. Nur diese Schäden waren, sorry, diese Schäden waren im Grunde genommen eben halt schon vorher da. Ist mir etwas, alles kommt mir etwas eigenartig vor, ist aber so, und diese Schilderungen sind auch glaubhaft. Und das sind immer so diese Geschichten, was mich so ein bisschen stört. Man kauft eine Ciao oder irgendein anderes Moped. Das sieht gut aus, der Motor springt an, läuft auch, man macht eine Probefahrt, alles ist gut. Und trotzdem ist man nicht gefeit davor, dass der Motor eigentlich völlig im Arsch ist. Und ich habe es ja auch schon gezeigt bei dem beim Getriebevideo, zu lange Schraube reingedreht, Getriebe kaputt gemacht. Auch bei meinem 6,5er Getriebe, das lief ja auch, obwohl die Ausrückgabel abgebrochen war. Also im Prinzip ist das inzwischen ein enormes Risiko, ein gebrauchtes Moped zu kaufen. Selbst wenn es läuft und fährt, man nimmt es auseinander und denkt, um Gottes Willen, was ist da passiert? Das Problem ist, man sieht den Kisten ja nicht an. Ich kann ja nicht beim, wenn ich ein Moped kaufe, erstmal den Motor auseinandernehmen. Aber Vorverdichtungsfenster, Kurbelwellenlage, es sind so viele Sachen, die da inzwischen verfuscht sein können und oft auch verfuscht sind. Von daher bin ich eigentlich nicht mehr bereit, für ein Moped so viel Geld auszugeben, um hinterher festzustellen, der Motor ist im Arsch, obwohl er lief. Das Getriebe ist im Arsch, weil da irgendjemand Mist gemacht hat. Naja. Aber heute ist der andere Motor dran. Da habe ich über die ganzen Tage mit verschiedenen, mit Petroleum, mit Kriechöl, mit was weiß ich, irgendwie oben was reingekippt. Und ja, es ist immer noch drin. Es zieht also nichts weg. Und der Motor ist immer noch fest. Ich werde jetzt gleich mal versuchen. Es ist ja immerhin so, dass der Kolben hier in der Abwärtsbewegung steckt. Leichte Schläge mit dem Holzklotz und dem Hammer. Vielleicht lässt er sich ja jetzt davon überzeugen. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir sonst vorgehen. So, ich habe jetzt hier ein Holzklötzchen, was da wunderbar in den Zylinder reinpasst, und dann wollen wir gucken. Nuscht!
absolut wurscht. Versuchen wir es mal mit ein bisschen warm machen. So, ein bisschen Sprühöl wieder rein, dass in diese kleine Ausdehnung jetzt, die ich hoffe, die jetzt da entstanden ist, ein bisschen Kriechöl reinziehen kann. Das Schöne beim Warmmachen von diesem Zylinder ist, die Garage heizt sich auch gleich ein bisschen auf. Aber auch so, da sickert nichts an Öl rein, so wie das aussieht. Ach. Aber wir versuchen es einfach mal. Nuscht. Absolut nuscht. Der ist fest. Ja, also. Da ist so nichts zu wollen. Wenn man durch den Auslass guckt, das ist ziemlich verdreckt. Man kann den Kolben sehen. Man sieht da ein paar Ablagerungen, aber viel kann man da auch nicht sehen. Das heißt, jetzt im Grunde genommen den Motor trennen, sodass ich nachher nur noch die Kurbelwelle raus habe und der Kolben samt Zylinder da oben drauf hängt. Aber bevor ich das auseinandernehme, werde ich das Ding wenigstens mal ein bisschen mit der Drahtbürste sauber machen. So. Erstmal mal anlösen. So. Zündung raus. Oder zumindest das Polradar. Mal sehen, wie es dahinter aussieht. Hörte sich auch an, als wenn das Ding lange nicht runter war. Das sieht auch noch alles relativ original aus, mit den alten Spulen drin, die hier das dicke Ende haben und da das dünne Ende. Aber die Zündung kann ich ja im Prinzip drin lassen. Das kann nachher so raus. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen warm alles, aber das geht. Komm raus da.
Und das ist hier auch noch ein alter Motor, wirklich ein alter Motor. Da steht tatsächlich nichts vom Hubraum, aber da steht dieses TUM 148 drauf. Und das sind eigentlich immer die alten Motoren. Aber wie gesagt, auch erkennbar an dem noch fest genieteten Masseanschluss. Das haben sie sich ja später auch gespart und die eine Steckfahne, die hier unter diese Schraube mit drunter geklemmt wurde. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich hoffe, dass wir doch einiges retten können an dem Motor. So, und jetzt will ich nämlich ja, dass das Pleuellager und dass die Kurbelwelle noch einigermaßen sind. Aber jetzt drehe ich mal eben die Stehbolzen raus. Dann nehmen wir den M7 Muttern, zwei Stück, kontern die und hoffen, dass die Stehbolzen wenigstens gut rausgehen. Mal gucken. Der geht schon mal raus. Mache ich jetzt mit den anderen Bolzen auch. So, die Stehbolzen sind raus. Einer hat sich so dermaßen gewehrt, da musste ich auch hier erstmal am Block das Gehäuse ordentlich warm machen, damit der dann sich bereit erklärt hat, aus seinem angestammten Platz zu kommen. So, jetzt das Gehäuseteil warm machen und die dann raus mit dem, runter mit dem Deckel und dann raus mit der Kurbelwelle. Ja, dann mal los, ne? So, das ging natürlich jetzt wieder mal nicht so auseinander, wie ich das wollte. Ich wollte erst den kleinen Deckel abhaben. Aber mal bleibt die Kurbelwelle im kleinen Gehäuse stecken, mal im großen. So, hier haben wir jetzt das Gehäuse, Vorverdichtungsfläche. Mofa sieht man, kleines Löchlein, aber ja, gut, ist ein bisschen versparkt hier, aber das lässt sich alles reinigen. Das ist okay. Und der Simmering ist natürlich verhärtet. Wo ist die kleine Gehäusehälfte? Die ist hier, die kühlt noch ein bisschen ab. Ist heiß. So, da hat sich wohl irgendwelcher Kram gebildet, ist aber abwaschbar, sag ich jetzt mal. Das ist irgendwelcher Rotz. Das also auch sauber machen ist in Ordnung. Die Kurbelwelle, das untere Pleuellager ist auch okay. Das Lager hier, das knirscht ganz mächtig und das Lager lässt sich nur mit Gewalt drehen. Ja, jetzt lässt es sich auch drehen. Naja gut, die waren eben halt ewig in ihrer Position. Jetzt dreht es sich sogar relativ leicht. Aber die sind natürlich fertig, die Lager. Aber es dreht sich wieder. Das dreht sich auch, das dreht sich rau, das dreht sich jetzt sogar relativ gut.
Erstaunlich. So, jetzt haben wir hier diesen ganzen Kram in der Hand. Und jetzt heißt es, den Kolben da rausdrücken. Also wenn ich hier von unten reingucke, sieht die Zylinderlaufbahn... Ja, es sind kleinere Placken drauf, aber nichts Wildes. Sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Auch der Kolbenbolzen, oberes Pleuelauge, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ja, jetzt ist die Geschichte, das Ding raus. Und dann scheinbar bleibt uns doch nur die Hydraulikpresse. So, also ab mit dem Hydraulikpresse. Und damit ich nicht mit dem Stempel von der Hydraulikpresse in die Mitte vom Kolben drücke und ihn damit eventuell aufpilze. Ich will jetzt mal sehen, dass ich eine Nuss habe, die so ungefähr vom Durchmesser her passt. Ja, die ist schon mal nicht schlecht, könnte noch ein Ticken größer sein. Aber das war zu groß, ne? Das ist 40, wir brauchen also 38, wäre optimal. Hier haben wir 36, das würde zur Not auch gehen. Gucken wir mal, was da so passend wäre. 27er Nuss. So, und hier ist jetzt die Geschichte, dass der Zylinder, Kurbelwelle hängt hier unten noch raus, dass hier wirklich links und rechts vernünftig was untergelegt wird. Und dann können wir im Prinzip anfangen und mal gucken, ob sich da irgendwas tut. So, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Mal sehen, ob wir noch mal ein bisschen ranholen. Ja. Schön mittig. Nochmal prüfen, dass das hier alles mit der Unterlage passt. So, jetzt könnt ihr natürlich den Hydraulikdruck nicht sehen. So, eine Tonne. Zwei Tonnen. Ah, bei 2,5 Tonnen hat er nachgegeben. Oh, das geht ja leichter als ich gedacht habe. So, jetzt wird es hier unten eng. Das ist blöd. Deswegen kann ich den. Oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft. Seht ihr die Kurbelwelle? Ne, seht ihr nicht. Hier unten kommt die Kurbelwelle raus. Wo ist jetzt meine Nuss? Die ist natürlich jetzt hier irgendwo hintergefallen. Nee, da ist sie. Ah, auf dem Kompressor. Das ist nämlich immer scheiße, wenn da irgendwas hinterfällt, das kriegst du nicht wieder raus. Uiuiuiuiuiui, das sieht ja stark aus. Meine. Jo. Das sieht natürlich derb aus. Aber im Grunde genommen so ähnlich, wie ich das bei dem anderen Motor schon mal gezeigt habe. Das Bild ist eigentlich ähnlich. Und hauptsächlich hat er wohl hier geklemmt an den, weil das kann ich hier einfach so
runterbürsten. Ich bürste das gleich mal ein bisschen sauber, dass der grobe Dreck, der hier einfach ist, mal weg ist. Und dann gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. So, ein bisschen sauber gemacht. Also, so im Nachhinein, so schlimm sieht das gar nicht aus. Aber das reicht eben. Hier an Ablagerung, an den Kolben bringen, ist der eben halt ein bisschen aufgegangen. Ich nehme an, dass er in der Kolbenring nut. Da war sowieso schon ein bisschen Dreck und dann, ja, das Stoßspiel ist ja auch ein bisschen knapp jetzt, ne? Na gut. Und der Zylinder selber, ja, wie sieht der aus? Ja, da sind jetzt Kanten dran. Ob das hier, oh, das ist aber alles, das kriegt man alles wieder runter, denke ich mal. Das sieht jetzt wilder aus, als es ist. Mal gucken. Das ist jetzt alles der ganze Schmodder da drin. Aber das versuche ich gleich mal. Da ist jetzt also noch nicht mal mit dem Lappen durchgegangen. Mal gucken, ob wir da noch mal wieder was draus machen können. Wäre ja wünschenswert. Ist ja ein Originalzylinder. So, einmal ein bisschen durchgezogen. Ja gut, perfekt ist der nicht, aber das war wirklich nur oberflächlicher Rotz. Das ist so. Eigentlich müsste man mal vermessen, aber das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den Kolbenbolzen hier rauskriegen. Aber ich fürchte, dazu muss ich den erstmal ein bisschen warm machen. Weil der sieht ein bisschen rostig aus, der Kolbenbolzen da. Bleibt mir ja nichts erspart, ne? Das sieht aber aus, als wenn er auch ohne Wärme rauskommt. Ja, das war ein Rost da an der Kante. Also so jetzt locker rausdrücken kann man ihn nicht, aber das kann man bei, kann man ja öfter mal nicht. Der sich den Wolf kurbelte. Ach du Scheiße, jetzt habe ich hier, nee. Da kommt er wieder raus. Puh. Ich dachte schon, der hätte sich jetzt irgendwo verklemmt oder irgendwie sowas. So, ups, da ist er. Mal gucken. Wie sieht die Buchse aus? Das sieht aber auch okay aus. Und hier in der Mitte ist der Kolbenbolzen noch sauber und ja, das ist okay. Also wie gesagt, ist natürlich alles nicht mehr neu, aber es ist okay. Gut, Kurbelwelle gerettet. Und so wie es aussieht, auch den Zylinder gerettet. Der Kolben, ja, das ist natürlich nicht mehr schön. Schade um den schönen Kolben. Ja, und nach ein bisschen warm machen habe ich sogar die Kolbenringe runtergekriegt. Und mit den abgebrochenen Kolbenringen auch die Nuten wieder sauber gekriegt. Also, das ist einfach nur irgendwie so aufgequollen, dass er sich da drin nicht bewegt hat. Aber Schäden im Sinne von tiefe Scharten oder sonst irgendwas sind da eigentlich nicht.
Jetzt lasse ich den mal abkühlen, mache den gleich noch mal ein bisschen sauber. So, ich habe gerade den Halbmond Scheibenfeder aus der Kurbelwelle gepult für die Zündung. Da sieht man auch, dass das noch ein alter Motor ist, weil, also kann man es vom Video erkennen, die ersten Scheibenfedern, die waren an der Stelle, wo sie in die Kurbelwelle greifen, noch so ein bisschen gerundet. Die neuen sind da glatt, haben eine glatte Kante. Habe ich hier noch irgendwo einen rumliegen? Was sonst immer irgendwelchen Scheiß hier in dieser Grabbelkiste? Ja, ausgerechnet dann natürlich nicht. Ja, dann ziehe ich hier jetzt noch die Lager ab. Das Gehäuse habe ich hier schon auseinander, da kommt gleich der Simmering noch raus. Dann können wir das mal ein bisschen sauber machen und dann können wir gucken, was wir aus dem Motor noch rausholen können. Ne? So, die Teile sind jetzt sauber. Der Kolben ist auch sauber. Und das sind eben halt hier diese leichten Flecken, wo er irgendwie, wo dieses komische Zeug war. Aber selbst die Kolbenringnuten sind wieder super sauber. Kolbenringe sind natürlich zum Teufel. Aber der Kolben und auch der Zylinder. Ups. Also, was man da jetzt sieht, das ist natürlich jetzt, also man spürt absolut gar nichts. Man sieht natürlich ein bisschen was, aber abstehen. Aber ich denke, der ist noch zu gebrauchen. So, Motorgehäuse ein bisschen sauber gemacht. Also das sieht gut aus. Das kleine Gehäuse hier sieht auch gut aus. Zylinderkopf sieht auch gut aus. Nur mit der Kurbelwelle habe ich mich getäuscht. Die ist nicht mehr brauchbar. Zeige ich euch mal im Detail. So, also, so, alles gut, Pleuellager, alles gut. Aber man beachte mal diese Stelle hier. Man kann es ganz leicht fühlen. Da war so ein bisschen kleiner Rostansatz drauf. Ich dachte erst, es wäre ein kleiner Rostansatz, aber da ist es ein bisschen rau. Ich habe also versucht, das mit ganz fein, erst mit Stahlwolle und so weiter, ein bisschen runterzuschneiden. Aber man merkt es. Und das ist genau da die Kante, wo der Simmering läuft. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Weil jetzt gibt es wahrscheinlich sehr viele Leute, die würden den so wieder zusammenbauen. Mit der Kurbelwelle. Der Motor würde laufen. Der würde so lange laufen, bis der Simmering aufgefiedelt ist und dann zieht das Ding Falschluft und dann war's das. Also ich denke, man kann den Motor mit ein paar Neuteilen kann man den retten. Wichtig ist, dass das Gehäuse in Ordnung ist. Ich denke, wie gesagt, der Zylinder, da war also nichts, das war festgebackener Kram. Das ist wie bei dem anderen Zylinder. Und als ich erstmal den Punkt hatte, wo sich der Kolben gelöst hat, ging er auch, ich sag mal, relativ leicht, habt ihr ja gesehen, ging er relativ leicht raus. Und da sind auch also keine Scharten dran. Gut, die Kolbenringe, die waren natürlich, wenn man sich die hier so anguckt, die kümmerlichen Reste, dann merkt man auch ganz deutlich, dass dahinter das ein bisschen gegammelt hat. So, und dann sind die ein bisschen aufgegangen, aufgequollen, haben sich natürlich nach außen gedrückt und
Von außen sind sie ja leicht, aber die sind nicht rostig draußen. Also das ist kein Rost. Wenn ich hier mit ein Stück Stahlwolle beigehe, sind die wieder picobello. Das ist einfach nur so ein bisschen angegangen. Also, wie gesagt, ich denke, den Motor kann man retten. Mit der Kurbelwelle würde ich ihn nicht zusammenbauen. Ich habe noch eine. Das ist ja hier noch ein alter C9 Motor mit 12er Kolbenbolzen. Ich habe noch eine nagelneue Originalkurbelwelle für 12er Kolbenbolzen. Aber ob ich die hergebe, das weiß ich noch nicht. Wer weiß, wann ich das vielleicht sonst mal brauche. Die habe ich mal durch einen Schnapper bei eBay geschossen im Originalkarton. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ja, das kommt dabei raus, wenn man so einen Motor ohne Zündkerze wegpackt. Deswegen mache ich das hier nochmal. Meine Motorenkerze ist drin. Auslass ist ein Lappen drin, Einlass ist ein Lappen drin. Und bevor ich den zustopfe, ein paar Spritzer Öl rein, ein paar Mal umdrehen. Und wenn er dann einigermaßen trocken liegt, dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Gut, ich werde jetzt dem Besitzer Bescheid sagen. So und so sieht das aus. Und dann muss er entscheiden, was er machen will. Aber ich denke, das ist relativ preiswert, wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht kauft er sich auch eine neue Kurbelwelle. Werden wir sehen. Simmerringe, Kugellager, Dichtungen habe ich alles da. Und dann ist der Motor auch schnell wieder zusammengebaut. Dann kommt ein Video Zusammenbau-Probelauf. Wollen wir mal gucken, wie der läuft. Aber ich denke, der wird normal Mofa-mäßig laufen, wenn er wieder zusammengepackt ist. Aber ich bin froh, dass ich das alles zerstörungsfrei auseinandergekriegt habe. Na ja, gut, die Kolbenringe, die haben es nicht überlebt. Die Kugellager hier vom Kurbelwellenlager, die haben es natürlich auch nicht überlebt. Knirsch, damit kann man nicht würfeln. Aber so ist das, wenn so ein Motor fest ist, alles immer ein bisschen doof. Gut, ich warte jetzt ab, was der Besitzer sagt, und dann geht's weiter. Bis dahin, habt einen schönen ersten Advent. Tschüss.